Kong versus Zilla. Wir können, nee, können wir nicht. Ihr müsst mir erst mal schreiben, ob ihr das schon gesehen habt. Kennt ihr noch nicht, okay. Dann lasst uns da jetzt mal reingucken. Es soll nämlich von der Animation her ganz geil sein und ich meine, ich schätze mal, den Ausgang auch schon vorhersagen zu können. Zilla ist ja so ein bisschen, Zilla ist glaube ich nur noch so die Variante von Godzilla, die jetzt immer auf die Fresse kriegt, oder? Wenn der irgendwo benutzt wird für irgendwas, wird er meistens dann zusammengedroschen. Ich schätze mal, das wird auch hier passieren. Wenn nicht, würde es mich überraschen. Aber wir gucken da jetzt auf jeden Fall mal rein. Kong vs. Zilla. Monster vs. Fight Animation. Hört sich gut an. Auf geht's. Ja. Der läuft ein bisschen so, als hätte er zu viel gesoffen, aber an sich sieht es ganz gut aus eigentlich. Ist nicht ganz flüssig, aber ist okay. Babyzilla versteckt sich. Und da ist der richtige Godzilla, Zilla. Der Original-Godzilla, werden jetzt manche sagen. Mal ganz kurz, es wäre aber auch cool gewesen, wenn wir wirklich Zilla in der Hohlerde gesehen hätten, den Godzilla Kong. Wenn es diesen Kampf wirklich gegeben hätte, wäre doch ganz geil. Das Ganze ist bestimmt auch wieder mit Blender gemacht worden. Ich muss das unbedingt mal lernen. Alter, ja, genau. War das eben gerade Duck gewesen? Da ist Duck. Da haben wir Duck gesehen. Hier ist er. Da. Duck ist der heimliche Fanliebling, ey. Okay, er bekommt wieder ordentlich auf die Fresse. Okay, es war irgendwo, war es auch klar gewesen. Das musste passieren, na klar. Was kommt jetzt? Oh nein. Thank you.
Der Kleine ist geil. Wäre aber auch eine ganz coole Idee für eine Fortsetzung irgendwann mal, dass vielleicht Godzilla irgendwie stirbt oder sowas und dann bekommt Kong quasi so einen Mini-Godzilla als Schüler mit angedichtet. Das Design kann ich mich gar nicht so mit anfreunden. Das Design fand ich eigentlich ganz geil von dem Godzilla. Aber ich finde den Film auch nicht so schlecht wie viele andere. Ja, die Serie, über die sprechen wir morgen, glaube ich. Ich habe das Video auf jeden Fall schon irgendwie getimert. Die Animationsserie. Da gibt es dann auch noch mein Review dann dazu. Ja. War ganz nett auf jeden Fall. Diese ganzen Versus-Filme sind eh nicht so verkehrt, ne? Wir können auch gleich mal rüberspringen zu King Kong gegen den Indominus Rex. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen.